Willkommen zurück zu Lego Jurassic World. In letzter Folge hat uns der T-Rex hier runtergeschubst und Timmy hängt da oben auf dem Baum. Wir brauchen hier ein Zahnrad, ne? Ja, das fehlt uns noch. Gut, schauen, ob wir hier was finden. Hier ist irgendwas. Was ist das hier? Okay, da brauchen wir einen anderen Charakter. Wir haben nur sie und ihn. Okay, sie kann schreien. What? Oh, hier kommt hier ein Dinosaurier raus. Okay, cool. Hier kann man sogar. Es gibt doch auch Speicherpunkte. Das Zahnrad, okay. Vielleicht müssen wir schauen, dass die Dinos hier nicht mehr rauskommen. Heiliges Dinosaurier-Skelett. WTF! Eine Riesenschaukel. Eine Brücke. Brauchst du etwas Hilfe? Kein Problem. Okay. Moment mal, ich glaube, ich darf doch mal. Zum Beispiel, um Lego-Wippen zu wenden. Ich lag die Position und drücke B. Achso. B. B. Achso. Ah, alles klar. Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade den richtigen Charakter verwendet. Ich helfe dir. Hier. Hier kann sie auch werfen. Guck mal, einen Tennisball. Dann baue ich mal nächste Hilfsmittel. Oh, da fehlt noch ein T-Rex. Timmy! Tim! Ich komme jetzt drauf! Okay. Das kann aber nur er. Ah ja, klar, Ranken und so. Kann ich sich bewegen? Oh, super, ich muss jetzt wechseln. Gut, das war aber falsch. Kann ich schneller? Okay, ich kann springen. Achso, warte, alle an, ne? Ah, okay. So geht das. Ich kann das gleich direkt hoch, oder wie? Springen wir mal ein bisschen runter. 1, 2, 3. Der Spaß geht vorbei. Hier. Yeah. Ein paar Punkte. Okay. Machen wir doch so. Wow. Ich glaub's. Der schaut ein bisschen langsam, irgendwie. Okay, eine Brücke. Oh. Zum Glück ist das hier mysteriologisch. Nee, also die Verspringen wurde echt geholfen, dass man nicht vorbeifliegen kann eigentlich. Ein Trampolin. Was hier? Jurassic Park. Was macht man da? Keine Ahnung. Okay, wo das ist Ding hier oben. Wo ist es eigentlich? 10, das ist ja nix. Hier können wir wirklich beruhigt springen. Da wird nichts passieren. Wow.
Aber hier. Oh nee. Unglaublich, wir haben sie gefahren. Moment mal. Was sagen sie bestimmt nach oben? So, und dieser Pilz. Jetzt hat's geklappt. Blume. Okay. Wir müssen Wandschaft springen, ne? Geht sogar einigermaßen gut. Ich glaube, dass das. Opa. Achso. Damit der Grant hochspringen kann. Okay, ich glaube, da muss der Grant wieder kommen mit seinem Abdurzahn. Okay, ich sehe schon. Das ist Timmy. Alles okay? Ich hab mich übergeben. Das macht doch nichts. Gib mir deine Hand. Das Wichtigste beim Klettern ist, niemals nach unten zu sehen. Okay. Oh nein. Los! Ja, klar. Tja, jetzt hocken wir wieder im Auto. Tja, dafür hängst du nicht mehr im Baum. Den Transport riskieren. Bitte riskieren Sie es. Oh, die. Schneller. Die typische Jurassic Park, warum sagt. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Oh, ausweichen. Oh, okay, ausweichen. Okay. Hab's Gefühl, ich muss schauen, dass der die Leuchtraketen dem ins Mund werfen kann. Was? Die Einlage auch zur Tour. Achso, wir fahren immer noch. Warum ist ein Kamerawinkel? Ich sehe nichts. Ist das so gewollt? Erinnern Sie mich dran, John für das Wochenende zu danken. Den Befehl, den Nedry benutzt hat, werden wir nie finden. Er hat seine Spuren zu gut verwischt. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Bitte! Die Abschaltung des Systems ist die einzige Möglichkeit, um alles zu löschen, was er getan hat. Würden Sie bitte das System abschalten?
Es hat geklappt. Da, sehen Sie? Es läuft wieder an. Die Leistungsschalter wurden aktiviert. In 3 Minuten habe ich im gesamten Park wieder Strom. Um ganz sicher zu gehen, möchte ich, dass alle in den Schutzbunker gehen, bis Mr. Arnold zurück ist und das ganze System wieder läuft. Nedry anzustellen war ein Fehler. Ich müsste schon längst da sein. Oh, braver Dino. Was willst du? Willst du Fresschen haben? Okay. Sehr gut. Da bist du schon mal. Okay, nur 30%, schade. Ganze freie Schaltung hier kann man auch machen. Ja, dann geht's weiter. Gut, zusammen mit Timmy. Was hat Timmy für Möglichkeiten? Wissen wir nicht. Aber wir können jetzt anscheinend hier in den Rüstungsschacht eventuell. Hier können wir nicht, okay. Konnten wir nur was abholen, oder? Mit dem Auto können wir auch nicht verfahren. Das ist eher Zug. Ach, da ist was los. Okay. Schauen wir mal. Ach doch, Timmy kann kriechen. War doch was Gutes. Okay, dann werde ich mal hier. Eine Brücke. Praktisch. Okay, das ist wieder Grant sein Ding. Graben, bis der Arzt kommt. Mal schauen, was dieser Böse hier zusammen findet. Ah, eine Treppe. Wir haben bevor ein Level zu wenig Lego-Steine gesammelt. Also wir haben zu wenig kaputt gemacht. Wobei jetzt läuft es gar nicht mehr auf. Naja. Okay, wie kriege ich den Kinder hoch jetzt? Wo kommen die mir nach? Nee, die kommen mir nicht nach. Lass die Kinder zurück, kann das sein? Ist das wirklich Tatsache so? Was ist das hier? Die Karte. Oh Gott, da sieht man, wie groß die andere Insel ist. Was ist das hier? Moment mal. Also sind sie plötzlich wieder da. Na gut. Haben wir jetzt auch nicht so gleich ein Ende. Moment mal, Tennisball. Okay, die wollen nicht, dass ich abschieße. Okay, das soll nicht getroffen werden. Alles klar. Einfach mal alles das Platz, was hier sonst rumliegt. Okay. Okay, kann man hier hochklettern? Da waren das aber was. Kann Timmy hochklettern? Kann Grancy hochklettern? Den kann ich anmelden, na gut, dann nicht. Klar, auf Rosen, auf Blumen springen, wo wie weit in Grant gesprungen hat. Da oben ist ein Ziel. So, jetzt aber. Gib mir die Arme frei.
Das ist cool, anstatt sie zu trinken, wenn sie wieder zurück, springen sie auch wieder zurück. Okay, Grant, dein Ding. Die Wudelohr hier immer wieder. So schauen, dass das am Kuh heraus jetzt funktioniert. Auf einer Höhle, wenn wir Malcolm hätten, könnten wir jetzt hier diese erforschen. Aber er taten sich hier nicht rein jetzt. Gut, so viel dazu. Jetzt sind wir die Treppe. Okay, kommen wir raus oder rein. Wieder rein ins Gehege oder aus dem Gehege raus. So. So Info. Ja. Dann haben wir alles so zum Teil mal hier. Das wäre schon cool, das Spiel, dass alles, alle Charaktere für was Bestimmtes gebraucht werden. Das Besucherzentrum liegt 1,5 Kilometer hinter diesem Hügel. Halt! Durch! Wow! Wow! Sind das Fleischfresser? Fleischosaurier? Die Formation präzise Richtungswechsel, wie ein Vogelschwarm auf der Flucht vor einem Raubvogel. Und sie kommt präzise auf uns zu. Ja, und diese Fluchtsequenz, welche sie pausieren, denn das geht dann nächste Folge weiter. Danke fürs Zusehen, bis dann, tschüss.